Ahoi, was geht ab, Leute, Junge? Mit einem späten Video, aber muss sein, es ist Max Out Monday. Bester Tag in der ganzen Woche und der muss natürlich genutzt werden. Auch wenn es schon ein bisschen spät ist und wenn das Video erstmal fertig ist und online ist, dann ist es noch später. Aber ja, momentan sind die X-Rays montags und das heißt, dass ich erst, nachdem ich nach Hause gekommen bin, Zeit habe für den Max Out Monday. Schon schwierig genug, das erste Video rechtzeitig rauszubekommen, bevor ich raus muss zu den X-Rays. Nächste Woche ist es zum Glück dann endlich Dienstag. Problem, wir haben für nächste Woche Dienstag nicht mal eine Einladung. Und da ist nämlich Regi Gigas am Start. Also ich versuche irgendwo eine Einladung mir zu ergattern und dann den ersten offiziellen Regi Gigas natürlich zu filmen. Ich habe zwar schon einen vom Ticket, aber den ersten aus dem X-Rate. Oh, Maulwurf ist hier irgendwo. Eigentlich an meinem Stop, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich. Naja, Max Out Monday, Team Rocket Event. Shiny Mauzi, darauf haben wir gewartet. Und nein, wir maxen jetzt keinen Shiny Mauzi. Haben wir gar nicht, aber beides Nobili Cats passend zum Rocket Event. Werden jetzt gemaxt. Saftig, saftig. Darauf habe ich lange gewartet, denn. Erstmal IV-Check für euch. Denn. Und das ist übrigens mein allererster 100er. 27.10.2016. Halloween Event 2016. Vor über 3 Jahren. Heftig, wie alt dieses Pokémon ist. Wo war ich denn geblieben? Rocket Event. Ah ja, Gen 1 haben wir fast fertig gemacht. Unter anderem hat halt Mauzi gefehlt. Jetzt fehlt noch Pikachu. Das ist halt der letzte von Gen 1. Ditto. Und Voltoball zum Beispiel. Ich glaube noch irgendwas. Ah ja, und Vulpix. Es gibt ja Shiny Alola Vulpix, aber noch kein Shiny Vulpix. Genau. Also ihr seht nicht mehr viel und Gen 1 ist fertig gemacht. Und von Gen 2 fehlt halt auch nicht mehr viel. Da versuchen wir auch langsam das runter zu maxen und die Liste abzuarbeiten. Da wird dann auch heute noch ein Pokémon gemaxt von Gen 2. Weil... Ja, sonst passt ja nichts in das Team Rocket Thema, was ich noch nicht gemacht habe. Und wie gesagt, von Gen 2 muss halt noch was weg. Aber passen wir zum Event. Zwei Snobili Cats. Einmal normal und einmal Alola. Bin mal gespannt, welche stärker ist. Giovanni übrigens am Start seit heute. Kann man die Quest, die Spezialforschung erledigen. Ich bin noch nicht so weit, ich bin immer noch bei Stufe 3 oder so. Seht ihr beim Video morgen, wie weit ich bin. Und ja, da kann man Crypto Arctos bekommen. Und Giovanni hat einen Snobili Cat an erster Stelle. Da, Max Snobili Cat, 1689. Mein Gott. Und auf geht's zum zweiten. Nochmal der IV-Check für euch. 100 aus dem Ei. Offiziell mein erstes Grüße gehen raus an Johnny aus Eschborn, Hessen. Johnny Eschborn, alter Kollege, der Yu-Gi-Oh! Gespielt hat. Mein erster 100er aus dem Mai. Ziemlich spät, ja, ich weiß schon. Ich hatte nie wirklich viel gebrütet, ich hatte nie wirklich viel Glück in den Eiern. Und ja, das war so der erste. Seitdem habe ich ein paar gute Highlights. Ich habe drei Manfaxo aus dem Ei, 100, ne, ich glaube zwei. Togepi, Rabouts sind so die Knaller, sag ich mal. Aber auch noch ganz andere Sachen. Vielleicht mache ich mal ein Video, wo ich alle 100 aus dem Ei zeige, alle gebrüteten. Aber ein paar Sachen, Tarnel zum Beispiel ist auch ganz nice gewesen. Aber ein paar Sachen... Leider nicht. Dafür brüte ich nicht genug. Ein paar geile Highlights wären natürlich... Kaumalat, natürlich. Kindwurm, eigentlich auch noch. Trotzdem C-Day. Gibt ein paar verschiedene regionale. Tauros wäre geil gewesen, da habe ich nur einen 98er bekommen. Tauros wäre echt geil gewesen. Und jetzt zum Beispiel... Der rote Affe oder die Ameise regional. Das wäre auch geil in 100. Gibt schon ein paar geile Sachen.
die man hätte brüten können. Stattdessen, keine Ahnung, kriegt man halt so einen Spann wie Volteball, Fleckmann und sowas, Anton, die ganzen Dinger. Was man halt nicht braucht. Ah, naja. Kommt schon noch alles. Langsam und allmählich kommt einfach alles. Und wenn nicht, dann magst du mir halt irgendwelche Lucky 98er. Das ist auch okay. Ist an sich sogar besser, weil kostet uns weniger Staub. 5,7 haben wir noch ungefähr. Nach heute vielleicht 5,5. Jetzt im Winter, ohne Event, ohne nix. Machen wir auch nicht so viel Staub, dann geht's wieder Richtung bergab. Das glaube ich jetzt schon mal stärker als Snowbillycat. Ja. Schreibt unten natürlich in die Kommentare, was ihr gemacht habt am Max Out Monday oder zum Max Out Monday. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, hätte ich eigentlich viel früher sagen sollen und nicht mitten im Video, könnt ihr gerne ein Abo, einen Kommentar, ein Like da lassen oder die Glocke aktivieren. Oder einfach jeden Tag reinschauen. Eigentlich müsste man sagen, also die Likes und so und die Abos sind gar nicht so wichtig. Das Wichtigste ist eigentlich die Watchtime. Also im Grunde genommen solltet ihr eigentlich das Video einfach durchlaufen lassen. Das würde mir am meisten helfen. Selbst wenn ihr es gar nicht schaut, schaltet auf stumm, schaltet mich aus und lasst es einfach im Hintergrund laufen. Das wäre der krasseste Support. Watchtime in die Länge ziehen. Für alle, die sich auskennen. Das andere ist halt nur dazu da, um den Algorithmus zu pushen. Was natürlich auch ganz nice ist. 1771 Max Alola Snowbillycat und normal. 1689. So, und von Gen 2 haben wir noch einfach so ein Xatu. Weil, keine Ahnung, eigentlich hätte ich den maxen sollen, als Shiny Natu rauskam. Dementsprechend machen wir das jetzt. Keine Ahnung, wieso ich es damals nicht gemacht habe. IV-Check für euch und go. Da müssen wir eh noch ein paar Sachen nachholen. Weil meistens ist so, ich versuche das immer themenbasierend abhängig vom Event zu maxen. Wenn irgendein Event ist, wo irgendwas Neues rauskam, in Shiny, dann versuche ich meinen Hunderter oder meine Sammlung da dementsprechend zu maxen. Deswegen keine Ahnung, wieso ich damals das Xatu nicht gemaxt habe, als der Shiny rauskam. Ah, naja. Wird es halt jetzt gemacht. Okay. Nicht mehr so viel Staub. Also wir fallen weit, weit unter die 5,5. Jede Woche 3 Pokémon maxen. Die letzten paar Wochen, nicht nur Wochen, sogar Monate, haben wir konstant von einem Montag zum anderen Montag immer relativ viel Staub gemacht. So dass wir nie wirklich viel, viel gefallen sind, aber jetzt so langsam im Winter merkt man schon. 5,5 bis nächste Woche, wie viel Staub mache ich da? Nicht allzu viel und dann nochmal 3 maxen. Also schauen wir mal, wie viel wir am Ende des Jahres übrig haben. Dann können wir vielleicht eine fette Push-Session machen, so wie letztes Jahr. Da habe ich ja über 2 Millionen ausgegeben, einfach alles rausgeballert und mit 0, beinahe 0 Sternstaub ins neue Jahr gestartet. Also das kam sehr gut an bei euch. Könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ich das dieses Jahr nochmal machen soll. Das wäre natürlich zwar schon episch, aber was machen wir da nächstes Jahr? Was habe ich da letztes Jahr gemacht? Einfach eine Menge gefahren wahrscheinlich. So dass ich direkt wieder Max Out Monday machen konnte. Naja. Dann haben wir noch. So. 2x15 noch. Oh ne. Oh. Nicht, dass wir nicht genug Bonbons haben. Gerade so. Gerade so genug Bonbons. Ups. Großes Problem von mir, ich entwickle immer alles weg. Und habe manchmal nicht genug Bonbons. Ist mir schon öfters passiert. Aber wir hatten genug. 100er Xatu auf Max. Ja. Das ist doch ein netter Max Amanda gewesen. Wie gesagt, Leute, schreibt unten in die Kommentare, was ihr diesen Montag zum Max Out Monday gemaxt habt. Und falls ich dieses Jahr am Ende des Jahres wieder alles rausballern soll, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann werden wir es wahrscheinlich machen.
Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.